Der Empfang der Karnevals- und Fastnachtsvereine des Landes Baden-Württemberg gehört zu den Höhepunkten der närrischen Tage. Und am Mittwoch, den 7. Februar 2018, war es dann soweit. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hatte ins neue Schloss nach Stuttgart geladen und es kamen rund 200 Narren und Karnevalisten der schwäbischen und alemannischen Fasnet. Heute übernehmen hier die Macht bis am Aschermittwoch nach. Drum, Ritter Willi, lass uns rein. Nach Fasnet ist dann wieder dein. Übergebt die Macht der Narrenschar vom Heuberg, Glittgau, Schwarzwald, Bar, dem Hochrhein, Pegau, Bodensee, der Alp, der Ordner, wie ich sehe, um zu regieren hier mit Feurio das Narrenland. Nari! Gib den Schlüssel her als Machtsymbol. Von deiner Amtszeit dich erhol, damit Narrenweisheit mit Bedacht hier übernehme mal die Macht. Wir werden dann vor allen Dingen so manches erst in Ordnung bringen und verhindern, dass wir nicht in 30 Jahren auf der Straße elektrisch nur noch 30 fahren. Land erschallst du noch, der Froschkuttlerkönig, der lebe hoch, ein Hoch in dulce Jubilo auf König Willi. Nari! Nari! Als König dort es sich gehöre, auf die Narren und die Fasnet schwöre. Nari, Naro, ihr lieben Leut, mit diesem Gruß grüße ich euch heut. Empfange euch, so ist es Sitte, im neuen Schloss in Stuttgarts Mitte. Weißnarren, Hansel, Hexen, Geister, Viecher, Teufel, Narrenmeister, seid ganz herzlich mir gegrüßt, die ihr das Leben uns versüßt. Jedem zur Freude. Last but not least wurde der erfolgreiche Staatsempfang in den Räumen des neuen Schlosses gebührend gefeiert. Na dann, Narinaro, bis zum nächsten Treffen. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.